Also ich sage herzlich willkommen an alle zum Webtalk von Erwachsenenbildung.at. Das ist eben das Online-Diskussions- und Bildungsformat von Conedo. Und ich bin Karin Kulmer vom Verein Conedo. Wir sind Projektträger von Erwachsenenbildung.at. Wir werden gefördert vom BMBWF und wir sind Gastgeberinnen dieser einstündigen Online-Diskussion heute. Und noch einmal der Hinweis, bitte beachten Sie, dass eben der Webtalk aufgezeichnet und veröffentlicht wird und dass Sie durch Ihre Teilnahme auch damit einverstanden sind. Ja, wir freuen uns, dass so viele heute schon dabei sind. Die Datenschutzgrundverordnung ist, glaube ich, ein sehr brennendes Thema, gerade auch für die Erwachsenenbildungseinrichtungen. Und wir erleben selbst, dass es gerade sehr viele offene Fragen gibt, sehr viele Unklarheiten. Und ich hoffe, dass wir einige davon halt heute klären können. Und freue mich, dass sich Rechtsanwalt Magister Michael Lanzinger bereit erklärt hat, heute eine Stunde lang uns Input zu geben und unsere Fragen zu beantworten und uns zu diesem Thema zu informieren. Wie läuft jetzt die nächste Stunde ab? Es gibt am Anfang einen Input vom Herrn Lanzinger und anschließend wird es die Gelegenheit geben, Fragen per Chat zu diskutieren. Wir werden jetzt Fragen, die thematisch zusammenpassen, gleich bündeln und an Michael Lanzinger weitergeben. Falls jetzt dann irgendwas offen bleibt dabei, wird es auch die Möglichkeit geben, ich glaube, der Herr Lanzinger hat zum Schluss seine Kontaktdaten in den Folien drinnen, dass man ihn dann direkt kontaktiert. Ja, von Conedo sind sonst heute noch dabei die Martina Süßmeier, die wird im Hintergrund unterstützen und den Chat betreuen, wird Fragen dann weitergeben und Wilfried Frey ist ebenfalls als Teilnehmer und Chatbeobachter heute dabei. Dann möchte ich auch gar nicht länger reden und gleich an den Herrn Lanzinger weitergeben. Ich mache jetzt unsere Startfolie zu und übergebe. Bitte. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch für die Einladung und die Möglichkeit, hier zu sprechen und Ihren Fragen zur Datenschutzgrundverordnung entsprechend zu beantworten. Ja, lang und ist es ja nicht mehr. Also quasi Weihnachten datenschutzrechtlich steht vor der Tür. Nicht alle sind darüber so glücklich. Nichtsdestotrotz ist es ein Gesetz, also eine europäische Verordnung, die dann direkt in Österreich anwendbar ist. Dazu gleich mehr. Und wir müssen uns alle kollektiv auf diese Datenschutzgrundverordnung eben einstellen und welche Möglichkeiten es hier gibt, auch sozusagen jetzt auch kurzfristig noch möglichst compliant zu werden. Da möchte ich Ihnen jetzt einen möglichst kurzen Input geben und stehe Ihnen dann für Ihre Einzelfragen gerne zur Verfügung. Die Folien, glaube ich, habe ich auch als PDF geschickt, also Sie erhalten sie dann nachher entweder direkt von Conedo, nehme ich an, ja. Ich sehe hier ein zustimmendes Nicken, beziehungsweise poste ich sie üblicherweise auch auf meinem SlideShare-Account, wo Sie dann die Folien ebenfalls auch online ansehen können. Aber vielleicht gleich in Medias Res. Also wir reden von Daten und Schutz, beziehungsweise von Daten und Sicherheit, von der Datenschutzgrundverordnung. Ganz kurz noch zu mir, warum Sie mir quasi irgendetwas glauben sollten, was ich Ihnen jetzt hier erzähle, also warum ich mich für qualifiziert glaube. Ich bin seit 2011 externer Lektor im Bereich Zivil- und Internetrecht, bin seit 2016 selbstständiger Rechtsanwalt in Wels, eben mit Schwerpunkt Internetrecht und auch Cybercrime, also quasi Strafrecht im Internet und bin außerdem Mitglied bei den Lawbusters. Wenn Sie uns noch nicht kennen, sofort googeln bzw. einfach auf Facebook schauen, wir freuen uns über jedes Like. Und bin seit 2017 auch bei einer Beratungsgruppe, das ist die OPP, mit dabei auf Werkvertragsbasis, wo ich mich hauptsächlich mit dem Datenschutz beschäftige. Oder anders gesagt, ich mache de facto seit einem Dreivierteljahr de facto nichts anderes, als mich mit der Datenschutzgrundverordnung und mit all dem, was daraus folgt, mit allen Fragen in verschiedensten Bereichen zu beschäftigen. Gut, was sind aber die Herausforderungen, die uns jetzt eigentlich alle betreffen? Nämlich, wie betrifft uns die Datenschutzgrundverordnung vom, sage ich jetzt bewusst, kleinen Einzelrechtsanwalt bis zur Riesenuniversität, von Bildungseinrichtungen, Erwachsenenbildung und so weiter und so fort. Wie kommt man zu diesem ominösen Verfahrensverzeichnis, beziehungsweise was ist das überhaupt? Brauchen wir jetzt einen Datenschutzbeauftragten, ja oder nein? Dann gibt es diese seltsamen Betroffenenrechte, allen voran das Recht auf Beauskunft und das Recht auf Löschung. Wie sieht es hier eigentlich aus? Was muss im Bereich der Datensicherheit getan werden und gibt es irgendwelche speziellen Themen in Richtung Wissenschaft und auch Lehre?
Das sind also so die Herausforderungen, die wir uns entsprechend stellen müssen. Grundsätzlich einmal erreichen wir durch die Datenschutzgrundverordnung eine gewisse Gleichschaltung des europäischen Rechts im Zusammenhang mit Datenschutz. Es ist eine Verordnung. Eine Verordnung ist eine Rechtsetzungsmöglichkeit, ein Rechtsetzungsmodul, Werkzeug der Europäischen Union, die direkt umzusetzen ist. Das bedeutet, die direkt auch gilt. Also im Gegensatz zu einer Richtlinie beispielsweise, die müsste ein nationales Recht umgesetzt werden, gilt die Datenschutzgrundverordnung am 25.05.2018 oder ab 25.05.2018 direkt quasi in ganz Europa, damit eben auch in Österreich. Und wir haben dadurch eine gewisse Gleichschaltung des Datenschutzes. Bisher hatten wir eben verschiedene Datenschutzgesetze, die auf einer Datenschutzrichtlinie basiert sind. Das wird sich jetzt sozusagen ändern, wird auch entsprechend verstärkt. Allerdings ist es damit nicht ganz getan, denn wir haben jetzt das DSG 2000 und das DSG 2000 wird zwar außer Kraft treten, es gibt aber dann parallel zur Datenschutzgrundverordnung das DSG, sage ich mal in Klammer 2018, weil es dann nur mehr DSG heißen wird. Und zwar werden hier jene Bereiche abgedeckt, die die DSGVO nicht berührt. Das ist vor allem im Bereich Strafrecht und Justizbehörden der Fall, wo es sozusagen eigene datenschutzrechtliche Regelungen geben wird, beziehungsweise gibt es gewisse Regelungen, wo einfach die Datenschutzgrundverordnung nicht sagt, zum Beispiel die Datensicherheit. Die Datensicherheit wird dann im Datenschutzgesetz geregelt werden und ganz neu sozusagen, also erst wenige Tage alt gewissermaßen, der Paragraph 11 Datenschutzgesetz. Warum sage ich Ihnen den jetzt so gleich am Anfang? Weil er nämlich uns kollektiv etwas entstresst. Weil wir alle wissen ja, dass sozusagen mit 25.05.2018 offenbar zumindest datenschutzrechtlich die Welt untergehen wird. Und wir fürchten uns auch alle davor und wir sozusagen schauen, wie können wir das irgendwie compliant bringen und so weiter. Und nun hat es aber eine gesetzliche Änderung gegeben, die gewissermaßen in letzter Minute passiert ist. Der Paragraph 11 Datenschutzgesetz, der Teil eines Datenschutzderegulierungsgesetzes ist, ist zwar, glaube ich, jetzt gerade noch beim Bundespräsidenten zum Unterschreiben, aber wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen in Kraft treten. Und da steht etwas ganz was Wichtiges drinnen. Es steht nämlich drinnen, dass die Behörde grundsätzlich nicht zuerst, insbesondere bei Ersttätern, strafen soll, sondern zuerst einmal verwarnen. Also wir sagen, okay, da passt was nicht, aber jetzt stellt es das um, macht es richtig und dann sozusagen ist nichts passiert. Das bedeutet, es wird jetzt sozusagen dieser Sache, was sehr viel kommuniziert wurde, auch sozusagen, es wird jetzt gestraft, es wird jetzt hochgestraft, wird zumindest seitens Österreich ein Riegel vorgeschoben. Ob das Ganze dann wirklich halten wird, ob das Ganze nicht gegen Europarecht widerspricht, ist eine andere Frage. Nur hier haben wir derweil keinen Stress, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird dieser Paragraph 11, also dieser Verwarnung vor Strafe, einmal in Kraft treten. Und wenn wir bis zum 25.05.2018 halt noch nicht alles gemacht haben oder bei gewissen Dingen einfach auch noch nicht ganz klar wissen, wie man es am besten macht, ist meines Erachtens jetzt auch nicht ganz so viel passiert. Also wie gesagt, mal etwas zum Entstressen. Was auch noch spannend wird, wird die E-Privacy-Verordnung, die hätte parallel zur Datenschutzgrundverordnung in Kraft treten sollen, jedoch ist sie einfach noch nicht fertig. Das wird dann spannend, wie man mit Cookies und dergleichen, mit Plugins, Facebook Pixel und Co. sozusagen auf einer Webseite umgeht. Da kann man noch nicht wirklich etwas sagen, in welche Richtung das jetzt gehen wird. Ja, was ändert sich? Bleiben wir zuerst einmal dabei, was eigentlich gleich bleibt. Die wesentlichen Dinge im Datenschutz, nämlich, dass ich einen gewissen Zweck brauche, um Daten zu verarbeiten, dass dieser Zweck auch rechtmäßig sein muss, also auf Basis eines Gesetzes, auf Basis eines Vertrages, auf Basis der Zustimmung von Betroffenen, also Personen, dessen Daten verarbeitet werden, das bleibt an sich gleich. Also das bedeutet, ich brauche einen Zweck, dieser Zweck muss rechtmäßig sein und ich brauche auch, oder ich soll nur jene Daten verarbeiten, die ich sozusagen für meinen Zweck auch benötige. Und anders gesagt, also wenn Sie jetzt eine Lehrveranstaltung haben, brauchen Sie mir wahrscheinlich nicht die Schuhgröße der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verspeichern. In einem Arbeitsverhältnis zum Beispiel kann es spannend sein, wann Sie Schutzkleidung zur Verfügung stellen müssen. Dann wäre die Schuhgröße wieder relevant. Aber es bedeutet einfach nicht, dass Sie einfach ohne Sinn und Zweck Daten sammeln, sondern wirklich überlegen, welche Daten haben wir, welche Daten brauchen wir und auch nur diese Daten entsprechend verarbeiten. Was auch, finde ich, ganz gut ist, ist, dass die Datenschutzgrundverordnung auch für jene Unternehmen gilt oder insbesondere für Unternehmen und Organisationen gilt, die zwar nicht in Europa ansässig sind,
aber in Europa Geschäftstätigkeit entwickeln. Das sind vor allem die sozialen Netzwerke, die sozusagen hier jetzt teilweise ordentlich umbauen müssen, weil sie einfach, muss man so ehrlich sagen, unsere Daten nicht mehr ganz so herumkutschieren können, wie sie es vielleicht bisher getan haben. Unter der Argumentation, die man einmal hat, eigentlich irgendwie in den allgemeinen Geschäftsbedingungen dann doch akzeptiert. Also das wird ein ziemlich großer Breaking Point werden. Ja, grundsätzlich personenbezogene Daten, die innerhalb der Familie sind, da gibt es die sogenannte Haushaltsausnahme. Das heißt, man muss jetzt nicht, wenn man Fotos macht fürs Fotoalbum, jetzt irgendwie die Zustimmung der Kinder einholen oder so. Was natürlich ein Thema ist, wenn man dann irgendwelche, insbesondere Bilder von Minderjährigen online stellt. Also gerade Bilder von Minderjährigen auf Facebook stellen, ist jetzt eher problematisch, war es aber jetzt schon vor der Datenschutzgrundverordnung und hat eher urheberrechtliche Themen. Teilweise haben wir neue Bezeichnungen. Wir haben jetzt eben zum Beispiel der Betroffene als diejenige Person, deren Daten verarbeitet werden. Wir haben der Verantwortliche als diejenige Person bzw. Organisation, die die Daten verarbeitet. Bestes Beispiel ist sensible Daten, also jene Daten, die besonders heikel sind, sind jetzt dann sogenannte kategorisierte Daten, also Daten besonderer Kategorie. Sensible Daten sind im Prinzip so Gesundheit, Religionsbekenntnis, sexuelle Ausrichtung, politische Meinung und so weiter. Da gibt es in Artikel 9 Datenschutzgrundverordnung gibt es da eine konkrete Aufzählung, was hier eben diese neuen kategorisierten Daten sind. Im Prinzip entsprechen die den sensiblen Daten, sind nun die sogenannten biometrischen Daten erweitert worden. Was auch noch neu ist, das Datenverarbeitungsregister, also wo man früher Datenverarbeitungen eingemeldet hat, das wird mit 25.05.2018 abgeschaltet, wird dann am 31.12.2019, was man so hört, auch wirklich abgeschaltet, also nicht nur mehr eingefroren, sondern abgeschaltet. Und es ist nunmehr notwendig, dass jede Organisation über ihre Datenverarbeitungen, die sie eben nicht mehr ins DVR einmeldet, sondern ein sogenanntes Verfahrensverzeichnis führt. Dann gibt es die sogenannte Datenschutzfolgenabschätzung, wo ich quasi abschätzen muss, wie die Gefahr der Datenverarbeitung für die Daten der Betroffenen sind in Zukunft. Viel mehr kann man noch nicht wirklich darüber sagen. Das ist quasi ein ganz neues Tool. Da insbesondere würde ich einmal abwarten, wie sich die Sache entwickelt. Wir haben teilweise erweiterte, teilweise auch neue Rechte der Betroffenen. Also zum Beispiel dieses Beauskunftungsrecht ist ja an sich nichts Neues. Das gibt es schon in § 26 DSG 2000. Das wird jetzt dann in Artikel 15 DSGVO wieder geregelt und zwar etwas erweitert geregelt. Und ganz wichtig, das macht jetzt auch das Datenschutzderegulierungsgesetz noch klar, dass nur natürliche Personen umfasst sein sollen. Also bisher hatten wir juristische und natürliche Personen, aber jetzt sind es einfach nur mehr natürliche Personen. Ja, was auch ganz wichtig ist, insbesondere bei Webplattformen und dergleichen, bei Applikationen, bei Apps, dieses Privacy by Design, Privacy by Default, da geht es im Wesentlichen darum, dass nicht sozusagen die Grundeinstellung immer sein soll, alles öffentlich machen, alles an alle weitergeben, sondern eigentlich die Grundeinstellung sein soll, alles möglichst privat halten und nur, wenn sich jemand aktiv etwas, also das freigeben möchte, dann soll er es auch freigeben können. Was auch eine spannende Frage ist, was bei uns neu ist, in Deutschland zum Beispiel nicht, da gibt es das meines Wissens nach schon länger, ist der Datenschutzbeauftragte, die Datenschutzbeauftragte, also quasi jemand, der entweder intern oder extern sozusagen schaut, dass die Datenschutzgrundverordnung auch zu einem gewissen Grad eingehalten wird. Also der sich in einem Unternehmen, in einer Organisation auch um die betroffenen Rechte zu einem gewissen Grad kümmert. Im Gegensatz zum Beispiel zu Deutschland hat Österreich hier von der möglichen weiteren Bestimmungen nicht Gebrauch gemacht, sondern hat einfach jene drei Voraussetzungen direkt übernommen oder gelassen, die in der Datenschutzgrundverordnung vorgesehen sind. Es sind die drei, die hier auf der Folie stehen. Also bei diesen drei Voraussetzungen, wenn die erfüllt sind oder eine der drei Voraussetzungen erfüllt sind, dann muss man grundsätzlich sich überlegen, braucht man einen Datenschutzbeauftragten oder nicht. Generell ist zu sagen, dass man vielleicht noch beim alten Datenschutzrecht immer so etwas argumentieren hat können, naja, was ist gut fürs Unternehmen, was ist im Gegensatz dazu gut für den Betroffenen. Jetzt ist es wirklich so, dass der Betroffene im Mittelpunkt steht. Das bedeutet, der Betroffene ist gewissermaßen der heilige Gral der Datenschutzgrundverordnung und immer wenn man sich überlegen muss, okay, was ist jetzt, ist etwas besser für, ja, dann wird eher immer rein in der Argumentation der Betroffenen oder die betroffenen Rechte grundsätzlich einmal unter Anführungszeichen gewinnen. Ja, was sind jetzt diese betroffenen Rechte? Wie schaut das jetzt mit den Betroffenen aus?
Es gibt hier mehrere Dinge, die zu beachten sind. Es gibt die sogenannten betroffenen Rechte, die so ab Artikel 12 Datenschutzgrundverordnung dann genauer genannt sind. Allen voran die sogenannte Beauskunftung. Also ich habe jetzt bereits in Paragraph 26 Datenschutzgesetz 2000 und dann eben in Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung die Möglichkeit, mich an einen Verantwortlichen, das kann eine Einzelperson sein, das kann eine Firma sein, das kann eine sonstige Organisation sein, eine Bildungseinrichtung, ein Verein, jedweder, der Daten verarbeitet, dass ich mich hinwenden kann und sagen kann, bitte sagt mir, welche Daten ihr über mich gerade verarbeitet. Also ich kann so eine Art Statusabfrage machen, ich bin Betroffener und sozusagen möchte jetzt wissen, welche Daten verarbeitet werden, zu welchem Zweck, auf Basis welcher rechtlichen Grundlage, wie lange die auch gespeichert werden und wo sie unter Umständen weitergegeben werden. Warum ich hier in Klammer Gefahr des Artikel 15 Flashmob hingeschrieben habe, ist deswegen, weil eine Beauskunftung, wo ich 4 Wochen lang Zeit habe, ist jetzt aus meiner Sicht eher unproblematisch. Mag zwar unangenehm sein, aber ist eher unproblematisch. Spannend wird es allerdings, wenn sozusagen jetzt auf einmal viele Leute anfragen, weil wenn ich dann keinen ordentlichen Ablaufplan habe, keinen guten Workflow, wie ich sozusagen beauskunfte oder wie ich möglichst schnell auch ermittle, welche Daten wirklich von wem verarbeitet werden, dann komme ich unter Umständen etwas ins Schleudern und das soll eben verhindert werden. Dann die Möglichkeit, sich löschen zu lassen. Also es wird auch so schön in der Datenschutzgrundverordnung gesagt, das Recht auf Vergessen. Da muss ich dazu sagen, wenn man sich den entsprechenden Artikel, ich glaube es ist jetzt der Artikel 17, wenn ich mich nicht ganz täusche, liest, haben wir eher das Thema, dass dieser Löschungsanspruch eigentlich sehr eingeschränkt ist. Im Prinzip kann man primär dort eine Löschung verlangen, wo man vorher zugestimmt hat. Also quasi, wo man zu einer Datenverarbeitung zugestimmt hat. Zum Beispiel bei einem Newsletter. Bei einem Newsletter, wenn eine Werbemaßnahme ist, muss man an sich zustimmen, also muss man die Zustimmung einholen und diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Und selbst dann muss man sich immer fragen, ob nicht man noch gewisse Aufbewahrungsmöglichkeiten, Aufbewahrungsfristen hat. Dazu möchte ich aber gegebenenfalls später noch kommen. Dann die Möglichkeit auf Richtigstellung bzw. Aktualisierung, also dass man sozusagen verpflichtet werden, immer mit aktuellen Daten zu arbeiten. Die Einschränkung der Verarbeitung, das ist mehr so ein, sage ich mal, ein bisschen Nebenrecht. Da geht es darum, wenn es eben Streitigkeiten gibt in Bezug auf eine Datenverarbeitung, dass diese Daten mal so gewissermaßen eingefroren werden können. Was dann noch wichtig ist, sind die Informationen bei der Datenerhebung. Die müssen erteilt werden. Das betrifft im Prinzip sämtliche Newsletter, sämtliche Online-Masken, also immer dort, wo ich zum ersten Mal Daten über eine Person erhebe. Das kann auch ein Vertrag sein, ein Schriftstück. Da muss ich gewisse Dinge nach Artikel 13 Datenschutzgrundverordnung sozusagen mitteilen. Das sind einerseits die betroffenen Rechte, die habe ich jetzt vorher kurz genannt, beziehungsweise zu welchem Zweck welche Daten gewissermaßen verarbeitet werden. Aber da gibt es mittlerweile auch schon entsprechende Textbausteine dafür. Ja, was sind so die Herausforderungen? Herausforderungen natürlich mal die Erstellung eines Verfahrensverzeichnisses, nämlich dass ich mir mal überlegen muss, okay, welche Verarbeitungen setze ich eigentlich? Also von welchen betroffenen Personen, von welchen Personengruppen verarbeite ich welche Daten, zu welchem Zweck verarbeite ich diese Daten, habe ich auch eine Rechtmäßigkeit, also Rechtmäßigkeit bedeutet im Wesentlichen immer, basiert die Verarbeitung auf Gesetz. Das wäre zum Beispiel, ich muss Arbeitnehmer Daten verarbeiten, weil ich die bei der Sozialversicherung anmelden muss. Oder in Bezug auf Vertrag, also ich muss gewisse Daten von einem Studierenden, von einer Studierenden verarbeiten, damit ich meinen Ausbildungsvertrag erfüllen kann. Oder zum Beispiel Zustimmung, da habe ich schon gesagt, wäre eben die Möglichkeit bei einem Newsletter, wenn es ein Werbenewsletter ist, wo ich sonst keine Kundenverbindung habe, brauche ich an sich die Zustimmung im Sinne von Artikel 7 Datenschutzgrundverordnung. Das wäre sozusagen die Rechtmäßigkeit und da muss ich mir auch noch immer überlegen, wie lange darf ich diese Daten aufbehalten. Wenn ich zum Beispiel Arbeitnehmerdaten, sagt man grundsätzlich 3 Jahre nach Ende des Dienstverhältnisses. Wenn es etwas mit finanzrechtlichen Themen zu tun hat, also Dinge, die Kosten verursachen, zwischen 7 und 10 Jahren, je nachdem, welchen Paragraphen der Bundesabgabenordnung man heranzieht. Bewerberdaten zum Beispiel dürfen an sich nur 6 Monate aufgehoben werden, beziehungsweise gibt es auch in verschiedenen sogenannten Materiengesetzen, also Gesetze, die konkret auf ihre Tätigkeit ausgerichtet sind, mitunter auch noch eigene Fristen. Aber das sind jetzt nochmal so im Schnelldurchlauf jene Fristen, die sehr oft zur Anwendung kommen. Dann natürlich auch die Implementierung von Prozessen, also quasi insbesondere Beauskunftung und Löschung. Wie beauskunfte ich innerhalb der mir zur Verfügung stehenden Zeit, also diese 4 Wochen, beziehungsweise wenn ich drauf komme, ich muss Daten löschen, wie stelle ich sicher, dass diese auch entsprechend gelöscht werden?
Ja, wie sieht es aus in der Wissenschaft und Lehre? Die Wissenschaft ist in gewisser Weise privilegiert, da gibt es aber gewisse Voraussetzungen, die zu beachten sind. Diese Voraussetzungen finden Sie jetzt nicht in der Datenschutzgrundverordnung, sondern primär im Datenschutzgesetz 2018. Da geht es primär darum, dass ich für wissenschaftliche Werke bzw. für Studien zu einem gewissen Grad personenbezogene Daten verarbeiten kann und mir auch zu einem gewissen Grad leichter tue. Bei der Lehre schaut das Ganze etwas anders aus, beziehungsweise fällt die Lehre nicht so wirklich unter diese Sondernorm der Wissenschaft. Das heißt, wir haben hier an sich mal keine Beschränkung der betroffenen Rechte, das heißt auch Universitäten, auch Bildungseinrichtungen müssen ganz normal diese betroffenen Rechte wahrnehmen. Zweck der Datenverarbeitung, also wenn wir quasi Daten verarbeiten, haben wir zumeist wahrscheinlich meines Erachtens einen Ausbildungsvertrag und da haben wir eventuell Möglichkeiten, sozusagen hier die Rechtmäßigkeit entsprechend zu eruieren. Was natürlich wichtig ist, ist, dass die Weitergabe an Dritte ist zu beachten. Das bedeutet, man muss sich einfach schon klar sein, okay, wo werden Daten entsprechend weitergeleitet. So, ich mache jetzt an dieser Stelle, weil ich es gerade lese, eine kurze Pause, weil sich schon Fragen ergeben haben und wir eh schon wieder fast bei der Hälfte der Zeit sind, dass wir auf jeden Fall noch dazu kommen, dass wir die Fragen beantworten. Genau, und zwar bevor wir dann wirklich weitergehen auf die Folien zu den Bildungsveranstaltern, die dann noch kommen, würde ich das gleich nutzen und gleich die ersten Fragen aus dem Chat einmal aufgreifen. Da war einerseits einmal zum Verarbeitungsverzeichnis, zu der Datenverarbeitung von der Monika Sommer eine Frage. Wie tut man jetzt mit Daten von Personen, die jetzt schon lange gespeichert sind, wo man nicht mehr genau weiß, wie die jetzt ins Unternehmen gekommen sind oder in die Organisation gekommen sind? Ja, ich habe eine Antwort, aber die wird der Frau Sommer wahrscheinlich nicht gefallen, weil das Problem, was wir eben haben, sind genau solche Daten. Die Daten haben wir, aber wir wissen eigentlich nicht, woher wir sie haben und vor allem wir wissen auch nicht klar, ob wir da eine Zustimmung gebraucht hätten und ob wir diese Zustimmung überhaupt erhalten haben. Die eine Möglichkeit ist, ich überlege mir eine Argumentation zu sagen, okay gut, das ist eigentlich noch irgendwie Kunde, ich habe da noch ein Kundenverhältnis und ich behalte sie da deswegen auf. Die Alternative wäre zu sagen, okay, ich muss das sanieren sozusagen und muss mir schlimmstenfalls von diesen Personen eine Zustimmungserklärung holen. Die muss übrigens aktiv sein, also opt-in und nicht opt-out und muss es sonst im schlimmsten Fall sozusagen löschen. Was ich hier vorschlagen würde, ist einfach das, dass man diese ganzen Datenbanken mal durchsieht und dann einmal versucht zu eruieren, mit welchen Personen hat man unter Umständen noch Kontakt oder kommen die wieder und die, die sozusagen wirklich gewissermaßen schon tote Kontakte sind, die werde ich irgendwann einmal löschen müssen, wann ich einfach keinen Zweck mehr für die Verarbeitung habe. Mhm. Dazu passend vielleicht die Frage von David Rödler auch, mit Bewerberinnendaten, die auch irgendwo noch liegen auf einer Sicherungskopie oder so, die müsste man dann konsequenterweise auch löschen, oder? Ganz genau, die Frage ist einfach das, ob das jetzt schon eher in Richtung Archivdaten sind, also quasi Daten, auf die ich normalerweise gar keinen Zugriff mehr habe, dann sehe ich es jetzt grundsätzlich nicht ganz so problematisch. Aber grundsätzlich muss man sagen, also wenn das jetzt Sicherungskopien sind, die jetzt nicht auf Bändern sind und wirklich als Backup gedacht sind, sollte ich mir dann schon mal anschauen, ob ich die nicht löschen sollte. Das Problem ist irgendwie, dass wir halt alle einfach gewohnt sind, Daten aufzubewahren und dass der Speicherplatz halt in den letzten Jahren auch immer weniger kostet und darum hebt man es auf. Aber gerade in Richtung Datenschutz wird es einfach mal notwendig zu sagen, okay, jetzt einmal bitte löschen. Mhm. Dazu vielleicht noch, also das Letzte, was ich mir noch notiert habe zum Thema Datenverarbeitung, Datenspeicherung, ist die Frage zu den Verteilerlisten von Leon. Braucht man da von allen eine Zustimmung? Also ich nehme an, dass es um Verteilerlisten geht, die da in irgendeinem E-Mail-Programm wahrscheinlich gespeichert sind. Wenn man es grundsätzlich so sieht, dann muss man sich immer fragen, also warum gibt es sozusagen diese Verteilerlisten? Sind das Verteilerlisten, die zum Beispiel so zur Vertragserfüllung auch dienen vom Ausbildungsvertrag, also wo ich sozusagen jetzt einfach News, die jetzt nicht werbebezogen sind, sondern halt wirklich inhaltsbezogen habe, dann würde ich sagen, okay, dann kann ich es im Rahmen dieses Verarbeitungsvertrages, also dieses Lehrvertrages vielleicht etwas unterbringen. Ansonsten, wenn es jetzt wirklich sehr stark Newsletter sind, dann habe ich einfach das Thema, dass ich ab 25.05.2018, wenngleich die Datenschutzverordnung erst für die Zukunft wirkt, trotzdem eine Zustimmung nachweisen muss. Und wenn ich diese Zustimmung nicht habe, dann habe ich zumindest datenschutzrechtlich ein Problem. Also wenn ich das einfach nicht argumentieren kann,
Das bedeutet, es hängt hier sehr stark vom Einzelfall ab, ob man wirklich von allen eine Zustimmung braucht oder nicht. Da bräuchte man mehr Informationen, da bräuchte ich mehr Informationen, dass ich das wirklich im Einzelfall beantworten kann. Wenn man jetzt mit einer Person schon länger per E-Mail kommuniziert, könnte man davon ausgehen, dass diese Person ihr Einverständnis gegeben hat zu dieser Kommunikation? Kann ich grundsätzlich davon ausgehen, wobei es natürlich ein bisschen auf die Kommunikation drauf ankommt. Also wenn man dem jetzt einfach Newsletter schickt und er löscht sie halt oder lest sie nicht, ja, dann ist wiederum die Frage, ob das so wirklich so viel eine Zustimmung ist. Ja. Aber grundsätzlich, also wenn es jetzt um Korrespondenz geht, würde ich das eher in Richtung Vertragserfüllung hineingeben. Also sehe ich jetzt nicht so das Problem. Gut, ich möchte dann gleich noch weitergehen. Es waren ein paar Fragen zum Thema Rechte der Betroffenen. Also zum einen, ab welchem Alter darf das rechtsgültig unterfertigt werden? Und zum anderen, das war eine relative Spezialfrage, Einverständniserklärung, wenn jetzt Interviews öffentlich zugänglich gemacht werden über ein Archiv. Da muss man zwei Sachen sagen. Also die Zustimmungserklärung datenschutzrechtlich ist von Österreich sozusagen jetzt das Alter. Es ist eine der wenigen Freihalteklauseln, die sozusagen in der Datenschutzgrundverordnung von Österreich genutzt wurden. Soweit ich weiß, da ist das Alter quasi von 16 auf 14 heruntergesetzt worden. Also datenschutzrechtlich, das bedeutet, bei Kindern unter 14 Jahren sind die Eltern im Prinzip die Verantwortlichen, wobei man sich da auch natürlich zu gewissen Grad fragen muss, ob jetzt die Eltern wirklich für die Kinder so weit in eine Datenverarbeitung zustimmen können, dass das Ganze schon eher dem Kindeswohl widerspricht. Ja. Ich weiß, wir haben da immer Themen mit Fotos, also insbesondere wenn Fotos von Kindern gemacht werden, da würde ich halt einfach schauen, okay, was ist der konkrete Zweck, also zum Beispiel Schulfotos, da im Zweifel eher die Einverständniserklärung der Eltern einholen, beziehungsweise dann halt eher nicht zum Beispiel auf Facebook oder so posten, weil da können die Dinge einfach Füße und gehen in verschiedenste Richtungen, das ist das Problem. Genau, und das andere mit dem Archiv, Zeitzeugenarchiv, da ist es für mich spannend, das bräuchte man weitere Informationen dazu. Es gibt ja Archive, die einem Landesarchivgesetz zum Beispiel unterliegen und Landesarchivsgesetze, beziehungsweise wenn etwas archivwürdig ist, muss man eben schauen, ob es hier spezielle rechtliche Vorgaben in diesem Archivgesetz beispielsweise gibt und sich dann auf Basis von dem sozusagen das aufbauen. Es werden gerade diese Gesetze auch etwas umgestellt. Aber grundsätzlich sind Einverständniserklärungen für Interviews immer keine schlechte Idee. Gut, dann würde, also es sind zwar noch einige Fragen gekommen, die gehen aber schon sehr stark in Richtung Praxis und ich glaube, Sie haben da ja noch einiges für uns vorbereitet. Das heißt, ich würde jetzt einmal zurückgeben an Sie und würde dann zum Schluss noch einmal einen Fragenblock machen. Sehr gerne, sonst einfach wieder melden sozusagen, wenn wir Fragen sammeln. Ja, Fragen in der Lehre, die sich so ergeben haben. Das Erste, was einmal nicht unspannend ist, diese Frage habe ich auch ich mir gestellt, ist nämlich, wann kann für Ihre Bildungseinrichtung ein Datenschutzbeauftragter, also ein DSBA, also in Frage kommen? Da haben wir diese drei Voraussetzungen. Gut, es kann zum Beispiel sein, wenn ich jetzt eine medizinische Bildungseinrichtung habe, dass da sehr viel unter Umständen mit sensiblen, also mit kategorisierten Daten gehandhabt wird und ich aus diesem Thema sozusagen vielleicht einen Datenschutzbeauftragten brauche. Die spannendere Frage ist aber eher, ob sozusagen Ihre Bildungseinrichtung als öffentliche Stelle zu sehen ist, also als öffentliche Stelle mit einer gewissen Hoheitsgewalt gewissermaßen ausgestattet ist. Insbesondere in Richtung auch Zeugnisvergabe und so weiter. Das ist ein Thema, wenn es sehr stark in Richtung Öffentlichkeit geht, beziehungsweise also öffentliche Stelle geht, dann würde ich hier das zumindest einmal intern andiskutieren, ob nicht vielleicht ein Datenschutzbeauftragter, der übrigens auch freiwillig gestellt werden kann, durchaus sinnvoll wäre. Aber wie gesagt, da will ich fast nicht zu viel Generelles sagen, weil man da wirklich sehr stark in Richtung Einzelfall sich das anschauen muss. Und es gibt hier leider auch noch gewisse ungeklärte Fragen. Eine nächste Frage, die mich so im Vorab etwas erreicht hat, ist Anmeldung der Teilnehmer online. Wie schaut es hier aus? Meines Erachtens, eine Online-Anmeldung bei einem Teilnehmer ist kein Problem. Also Sie dürfen die Daten verarbeiten, die notwendigen Daten, nämlich zur Pflichterfüllung sozusagen, also zur Ausbildung. Also wir werden meines Erachtens eine Datenverarbeitung zum Zweck der Ausbildung und damit zum Ausbildungs- oder durch die Rechtmäßigkeit des Ausbildungsvertrages haben. Wenn es sozusagen jetzt sehr stark in Richtung Werbemaßnahmen geht, insbesondere bei Newslettern, dann wäre eine Zustimmung nach Artikel 7 Datenschutzgrundverordnung meines Erachtens notwendig.
Was wir auf jeden Fall brauchen, ist bei diesen ganzen Online-Anmeldemasken diese Informationspflicht nach Artikel 13 Datenschutzgrundverordnung. Also wo ich eben kurz aufkläre, den Teilnehmer, die Teilnehmerin, es werden jetzt diese und jene Daten erhoben zum Zweck von, das ist notwendig, weil wir eben doch eine vertragliche Beziehung haben und die betroffenen Rechte sind Beauskunftung, Löschung und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen fast das Wichtigere. Denn diese Informationspflicht besteht an sich unabhängig davon, welchen Zweck ich habe und auf welcher Basis ich verarbeite, sondern es sagt einfach Artikel 13 DSGVO, zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder zum Zeitpunkt der Datenerhebung muss ich gewisse Dinge sozusagen entsprechend verständlich auch mitteilen. Wie schaut es aus mit Content und Daten der Teilnehmer? Man Content der Teilnehmer grundsätzlich, soweit er nicht personenbezogen ist, also einfach produzierter Content, und da fällt jetzt eher mehr nicht dem Datenschutzgesetz, sondern das ist mehr eine urheberrechtliche Thematik. Wenn ich da jetzt darauf eingehe, glaube ich, dann würden wir eindeutig den zeitlichen Rahmen sprengen. Das war vielleicht einmal eher ein eigenes Webinar, beziehungsweise halte ich da ja auch immer wieder Webinare und Seminare dazu, wie es jetzt ausschaut mit E-Learning und Urheberrecht. Wenn wir jetzt grundsätzlich die Daten der Teilnehmer vorsehen, dann muss man sagen, okay, wir haben in den meisten Fällen einen Ausbildungsvertrag, also ein vertragliches Verhältnis, und dürfen die notwendigen Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verarbeiten. Das ist jetzt natürlich nach Ausbildung und nach Ausbildungsform unterschiedlich, wird aber wahrscheinlich sein Name, Adresse, vielleicht auch Bankkontodaten bei einer Rechnungslegung, zu einem gewissen Grad auch Kontaktdaten, insbesondere wahrscheinlich E-Mail-Adresse, vielleicht auch noch das Alter, damit ich sagen kann, okay, gut, der ist schon volljährig und darf sozusagen bei diesen Lehrinhalten teilnehmen. Wie gesagt, das muss man sich immer konkret überlegen, welche Daten brauche ich wirklich, damit ich mein Angebot auch so entsprechend stellen kann. Und da muss man sich eben fragen, wie lange darf ich die Daten aufbewahren? Grundsätzlich darf ich Daten von Teilnehmerinnen und Teilnehmern so lange aufbewahren, bis der Zweck erfüllt ist. Das sagt die Datenschutzgrundverordnung, das sagt das Datenschutzgesetz, das bedeutet, so lange, wie sozusagen ein aufrechtes Ausbildungsverhältnis besteht, darf ich die Daten grundsätzlich aufbewahren. Und darüber hinaus darf ich sie dann aufbewahren, wenn ich sozusagen eine Verpflichtung zur Aufbewahrung habe oder eine zumindest argumentierbare Möglichkeit zur Aufbewahrung. Ich habe hier zum Beispiel wieder die generelle Speicherfrist 7 Jahre wegen Finanz. Also wenn Sie jetzt letztlich auch ja finanziell oder mit finanzbuchhalterisch tätig werden, müssen Sie gewisse Daten aufbewahren, einfach damit Sie diese auch der Finanz vorhalten können bzw. übermitteln können, wann es eben benötigt wird. Gleichsam wäre es zum Beispiel, wann in einem Gesetz, also wenn Sie zum Beispiel in einem Schul- oder Universitätsgesetz oder einer Richtlinie, was auch immer, folgen, wo eben drinnen steht zum Beispiel, es müssen die Daten für die Zeugniserstellung gewisse Jahre aufbewahrt werden. Das sind alles Möglichkeiten, wo Sie sagen können, okay, gut, ich muss das zu einem gewissen Grad aufbewahren, was zum Beispiel auch eine Möglichkeit wäre, wenn Sie sagen, also Sie verrechnen die Leistungen und es zahlt sie jemand nicht, dann müssen sie natürlich auch so lange, bis gezahlt wird, also quasi, wenn sie potenziell das einjagen müssen, dürfen sie die Daten natürlich auch speichern. Wichtig ist immer, die Datensicherheit zu beachten, also es soll generell darauf geachtet werden, dass die Teilnehmerdaten einfach wirklich in ihrem System bleiben und nicht nach außen getragen werden oder nur dorthin nach außen getragen werden, wo das auch beabsichtigt und kontrolliert werden kann. Wie schaut es generell aus mit E-Learning-Systemen? E-Learning-Systeme, das kann jetzt sein von bis. Ich habe auch schon mal gehört, dass Lehrveranstaltungen in Second Life angeboten werden, wo das Ganze über Facebook-Gruppen gelöst wird. Also ich glaube, unsere Kreativität, auch im Sinne von E-Learning, Blended Learning, Distant Learning, sind hier keine Grenzen gesetzt. Wenn Sie solche Tools verwenden, ja, ist einmal grundsätzlich kein Problem. Was aber relevant ist, ist das, seien Sie sich immer bewusst, was steht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen drinnen. Und zwar nicht nur im Sinne des Urheberrechts, sondern natürlich auch im Sinne des Datenschutzrechts. Also wie wird Datenschutz und Datensicherheit dort umgesetzt? Wie wird mit allenfalls dort einzugebenden Teilnehmerinnen und Teilnehmerdaten, wie wird da umgegangen? Wo gehen die hin? Werden die irgendwo in Deutschland gespeichert, in Europa gespeichert, in Österreich gespeichert? Gehen die nach Übersee? Kommen die nach Amerika? Wenn ja, wer hat Zugriff? Also hier mal einfach schauen, was gibt es hier für Möglichkeiten? Also habe ich eh auch hingeschrieben, wohin werden die Daten übertragen. Und dann natürlich auch, wer ist verantwortlich im Sinne des Datenschutzes? Also sind Sie als Bildungseinrichtung der Verantwortliche oder gibt es hier vielleicht sogar eine gemeinsame Verantwortlichkeit mit dem Tool, beziehungsweise dient das Tool letztlich zur Verarbeitung Ihrer Daten, also wird quasi eine Art ausgelagerte Datenverarbeitung kreiert
und würde dann hier eine sogenannte Auftragsdatenverarbeitung vorliegen. Eine Auftragsdatenverarbeitung ist dann, wenn Sie gewissermaßen Datenverarbeitung nicht selbst setzen, sondern das sozusagen an jemand anderen auslagern, der das wirklich für Sie macht, also quasi so ein Ort externer, interner ist. Beispiel ist hier insbesondere in der Wirtschaft immer die Lohnverrechnung. Also die Lohnverrechnung wird einfach extern vergeben, wird dann von jemandem gemacht. Da braucht man einen entsprechenden Auftragsverarbeitungsvertrag, der ist jetzt auch in der Datenschutzgrundverordnung vorgesehen. Da geht es primär um die Einhaltung der jeweiligen Datensicherheitsbestimmungen. Aber wie gesagt, das ist ein eigenes Thema, was man auch generell sehr schwer beantworten kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Links und Quellen. Wie schaut es jetzt aus? Ich habe hier zwei Links, die zwar eigentlich eher in Richtung Vereine gehen, aber die ich auch nicht schlecht finde. Nämlich insbesondere der BSO, das ist irgendein Dachverband in Österreich für Sportvereine. Fragen Sie mich jetzt nicht, wie das ganz genau heißt, aber die haben meines Erachtens sehr gute Rechtsinformationen, vor allem haben die meines Erachtens ein sehr gutes Template für ein Verfahrensverzeichnis, das man recht gut befüllen kann. Das bedeutet, man kann hier wirklich auch das Verfahrensverzeichnis mit einem guten Muster relativ gut erstellen, ohne dass das Ganze einfach wirklich zu kompliziert wird. Ja, wie schaut es das aus mit der Umsetzung in der Praxis? Die Frage ist nämlich einmal, wie geht man damit Papier um? Also Datenschutz wird immer sehr stark verortet in Richtung, ja, das ist alles mit online und digital und so weiter. Das stimmt nicht. Das Datenschutzrecht geht letztlich auch Papier an, weil das Datenschutzrecht nämlich darauf abstellt, sind es personenbezogene Daten, also ist eine Person identifiziert oder identifizierbar und liegen strukturierte Dateisysteme vor. Strukturierte Dateisysteme sind jene Dateisysteme oder jene Datensammlungen, die noch zumindest einem Prinzip durchsuchbar sind. Und das kann auch ein Papierordner sein, wenn er entsprechend alphabetisch oder nach der Zeit zum Beispiel geordnet ist. Dann ist eben auch die Frage, wie werden Informationen weitergegeben? Das ist jetzt eher eine Sache von dritter Seite oder beziehungsweise generell eine Sache der Datensicherheit. Was auch interessant ist in Richtung Datensicherheit, ist eben Data Breaches, also wie kann ich Datenpannen vermeiden in der eigenen Organisation? Also wie verhindere ich eine Datenweitergabe, kontrolliert oder unkontrolliert und unberechtigte? Wie verhindere ich einen Datenverlust? Also quasi, wo liegen eigentlich meine Daten? Wo liegen wirklich die sogenannten heiklen Daten? Beziehungsweise generell in der heutigen Zeit muss man auch sagen, der Umgang mit Phishing-E-Mails. Ja, dann nur ganz kurz zum Verfahrensverzeichnis. Wie gesagt, ich habe Ihnen da zwei Links in den Folien aufgezeichnet, wo meines Erachtens, also gerade beim zweiten Link bei BSO, die haben, finde ich, eine sehr gute Vorlage, auf der man aufbauen kann. Letztlich, wir alle brauchen im Prinzip ein Verarbeitungsverzeichnis. Also auch Bildungseinrichtungen sind meines Erachtens davon betroffen, weil dieser Absatz 5 des Artikel 30 extrem weit gefasst ist. Ja, es gibt da immer wieder diese Geschichte mit ab 250 Mitarbeitern ist es verpflichtend, aber in Wirklichkeit, der Absatz 5 ist so weit, dass er zumindest zum Beispiel auch für mich als einzelnen Rechtsanwalt einfach gilt. Also die Chance, dass Sie ein Verwaltungsverzeichnis brauchen, ist meines Erachtens geht gegen 100. Also ich würde zur Sicherheit einfach anders machen. Wichtig ist, was muss in dem Verarbeitungsverzeichnis immer drinnen stehen? Wo werden die Daten verarbeitet sinnvollerweise? Warum brauchen Sie das oder warum sollten Sie das hineinschreiben, damit Sie einfach wissen, wenn Sie jemanden beauskunften müssen oder wenn Sie Daten löschen müssen, wo Sie einfach nachschauen. Dann ist die Frage, wer sind Betroffene? Da reicht es aber vollkommen, Betroffene in Gruppen zu machen, also zum Beispiel Mitglieder, Funktionäre, Teilnehmer, Lehrende und so weiter. Zu welchem Zweck werden die Daten verarbeitet? Zum Beispiel auch, kann auch eine Teilnehmerverwaltung sein. Gibt es eine Datenübermittlung? Auf Basis welcher Grundlage ist diese Datenverarbeitung rechtmäßig? Also haben wir wieder diese drei wesentlichen Gründe, Gesetz, Vertrag oder Einwilligung. Dann eben die Weitergabe an Dritte, haben wir schon gesagt, mit der Datenübermittlung. Und die TOMS. TOMS, das sind die sogenannten technisch-organisatorischen Maßnahmen. Also das heißt, wie stellen Sie sicher, dass Ihre Daten über die entsprechende Datensicherheit verfügen? Einerseits technisch und andererseits eben auch organisatorisch. Ja, betroffene Prozesse, wie schaut es hier aus? Beauskunftung habe ich schon gesagt, binnen 4 Wochen. Dann ist eben notwendig, dass die Daten möglichst rasch ermittelt werden, weil Sie müssen einerseits einmal aus dem Verfahrensverzeichnis heraus beauskunften und einmal sagen, okay, welche, also Sie gehören, Sie Betroffener, der bei uns antragt, gehören zu dieser betroffenen Gruppe. Über diese betroffene Gruppe haben wir normalerweise diese und jene Daten gespeichert. Das ist die eine Hälfte von der Beauskunftung und die andere Hälfte der Beauskunftung ist dann die konkrete Übermittlung von Kopien der konkret verarbeiteten Datensätze. Das ist meistens das, was etwas mehr
Schwierigkeiten bereitet, eben weil es notwendig ist, aus dem Verfahrensverzeichnis herauszulesen, wo habe ich potenziell was von welcher Person auch gespeichert. Sinnvoll ist es hier, weil man sich von vornherein überlegt, man irgendwelche Formulare oder so, wo man sozusagen diesen Prozess auch entsprechend aufstellen kann. Löschung, Richtigstellung, Aktualisierung, Behaltefristen definieren, also wie lange dürfen wir unsere Daten auch entsprechend aufbehalten und dann auch wirklich schauen, dass diese Daten gelöscht oder zumindest anonymisiert werden. Anonymisiert ist ein Datum dann, wenn es, wenn der Personenbezug nicht mehr hergestellt werden kann. Also wenn ich quasi fortlaufende Nummern habe, also Teilnehmernummern, Kundennummern, Matrikelnummern und so weiter, habe ich das Problem, dass zwar ich innen, also von außen nicht unbedingt weiß, wer das ist, aber von innen sozusagen diese Daten verschränken kann. Da sprechen wir dann von sogenannten pseudonymisierten Daten. Ja, wie schaut es dann aus auf einer Webseite? Auf einer Webseite brauchen wir auch eine Datenschutzerklärung. Wir legen dann immer wieder auf Webseiten Datenschutz. Warum braucht man das überhaupt? Das hat jetzt nicht so viel mit dem Datenschutzgesetz, mit der Datenschutzgrundverordnung zu tun, sondern kommt aus dem Telekommunikationsgesetz. Weil eben im Telekommunikationsgesetz, ich glaube in Deutschland ist das das Telemediengesetz, eine Cookie-Erklärung gefordert wird. Also Cookies sind quasi kleine Textdateien, kleine Plugins auch, die gewisse Dinge mittracken. Und diese Datenverarbeitung ist ja letztlich eine Datenverarbeitung, weil da gerade die IP-Adresse auch als personenbezogenes Datum gilt, ist es eben notwendig, dass wir hier uns die Zustimmung holen. Das sind diese Pop-ups, die Sie meistens sehen. Zukünftig wird das wahrscheinlich nach dieser noch nicht finalen E-Privacy-Verordnung gelöst werden. Im Wesentlichen haben wir dann weiters auch noch Impressumspflichten, auf das will ich jetzt aber auch aus Zeitgründen nicht zu sehr eingehen. Sie sehen hier, was muss in seiner Datenschutzerklärung grundsätzlich drinnen sein. Im Prinzip auch also eine Beschreibung, welche Cookies, welche Plugins werden verwendet, wo kann ich mich darüber informieren lassen und so. Auch hier gibt es mittlerweile schon recht gute Vorlagen. Ja, damit bin ich dann hoffentlich halbwegs zeitlich am Ende angelangt. Hier noch etwas Schleichwerbung meinerseits. Ich habe nämlich mit einem Bekannten ein Hörbuch gemacht, auch in Richtung Datenschutzgrundverordnung. Dann die Folien, SlideShare, wo Sie einige Foliensätze von mir finden und ich werde auch den auch entsprechend dorthin aufstellen. Allerdings wahrscheinlich komme ich heute nicht mehr dazu, weil ich öfter von Textbausteinen geredet habe. Ich habe gerade auch ein Projekt laufen mit einer Bekannten von mir, wo wir eben unter dieser Webseite, es muss natürlich http://www.datenschutzmuster.at heißen, solche Textbausteine sozusagen auch zum Verkauf anbieten. Und natürlich, weil ich zuerst gesagt habe, ich bin bei den Lawbusters dabei, auch noch kurz die Verlinkung auf unsere Facebook-Webseite, auf unseren Facebook-Auftritt. Gut, damit bin ich zumindest einmal von meinem Vortrag am Ende angelangt und stehe natürlich jetzt wieder zur Verfügung für die Fragen. Genau, vielen Dank und inzwischen haben sich schon unglaublich viele Fragen angesammelt und ich möchte jetzt gern thematisch gesammelt ein bisschen weitergeben. Und zwar haben einige Teilnehmerinnen, also Beate Friera, Verena, David Rödler und Elke Höfler, Fragen geäußert, die alle in Richtung Anwesenheitslisten, Weitergabe an Trainerinnen, Weitergabe vielleicht auch an andere Teilnehmerinnen, die das sehen könnten. In die Richtung eine Frage gestellt und die würde ich gerne jetzt gleich weitergeben. Bitte. Also eben wie sieht das aus? Also müssen dann die Trainerinnen die Datenschutzerklärung unterschreiben? Müssen die Teilnehmerinnen irgendwas unterschreiben? Kann ich das einfach so weitergeben? Jetzt rein bei der Anwesenheitsliste im Rahmen einer Lehrveranstaltung. Genau, im Rahmen einer Bildungsveranstaltung. Das sehe ich jetzt nicht mehr so problematisch, denn zumeist werden die Daten, die dort drauf sind, ja ohnehin schon irgendwo erhoben worden sein, beziehungsweise habe ich sozusagen die Anwesenheit, das meines Erachtens auch Teil des Ausbildungsverhältnisses, dementsprechend durch den Ausbildungsvertrag abgedeckt. Das bedeutet also, wenn es nur rein um eine Anwesenheitsliste geht, ja, ich bin da, die sehe ich datenschutzrechtlich nicht so problematisch. Sehe ich auch von der Datensicherheit her nicht so problematisch. Es ist natürlich sinnvoll, dass man die auch entsprechend weitergibt. Irgendwann einmal wird man diese Daten wahrscheinlich und auch diese Teilnehmerliste auch wie alle anderen zu diesem Ausbildungsverhältnis zugehörigen Daten löschen. Aber grundsätzlich sehe ich hier kein größeres Problem, weil ja meistens eben nur der Name und die Unterschrift drauf ist. Spannend wird es dann, wenn ich auf dieser Liste noch irgendetwas möchte, im Sinne von bitte für den Newsletter anmelden oder so, dann müsste ich nämlich sozusagen sehr aktiv versuchen, dass das eben die Leute auch wirklich unterschreiben.
Denn ganz wichtig, ich darf auch, das ist das sogenannte Koppelungsverbot, ich darf sozusagen die Erbringung der Leistung, also quasi das erfolgreiche Bestehen des Kurses, auch bei Anwesenheit nicht davon abhängig machen, dass sich wer für einen Newsletter anmeldet. Wie sieht es bei geförderten Projekten aus? Wilfried Frey hat da gerade auch gepostet, dass es da teilweise lange Aufbewahrungsfristen gibt. Ja, gerade bei Förderungsprojekten ist mir bekannt, weil da von Seiten der Förderungsgeber bzw. der Förderungsrichtlinien hier sehr lange Aufbewahrungsfristen vorgesehen sind. Sehe ich insofern es nicht so problematisch, denn man hat hier dann eine zu einem gewissen Grad stellen wir sogar eine Art von gesetzlicher Aufbewahrungsfrist, mit der ich auf jeden Fall argumentieren kann. Das ist ja auch der Grund, also generell was die Datenhaltung oder die Datenaufbewahrung betrifft, muss ich mich, und zwar jede Organisation, einmal eines im Klaren sein, und zwar ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder möglichst viele Daten möglichst lange aufbewahren oder ich kann möglichst wenig Daten möglichst kurz aufbewahren. Das sind die zwei Extreme, die zwei Varianten, innerhalb denen ich argumentieren kann. Das bedeutet, ich muss einmal sozusagen einmal grundsätzlich schauen, in welche Richtung kann ich gehen, in welche Richtung möchte ich gehen. Und dann kann ich sowohl für die eine Möglichkeit wie auch für die andere Möglichkeit Argumente finden. Man kann entweder sagen, okay, wir löschen die Daten sofort, oder man kann eben sagen, naja, okay, wir haben hier sehr lange Fristen aus Förderungen, die nutzen wir möglichst umfassend und sagen, wir müssen uns eben an sich alle Daten aufbewahren. Aber wie gesagt, das muss man sich dann zu einem gewissen Grad im Einzelfall anschauen. Die Datenhaltungsfristen, die ich genannt habe, sind eben sehr allgemein gehalten. Es gibt da, soweit ich weiß, eine ganz gute Übersicht, das ist jetzt nicht in Richtung Förderungen, aber trotzdem ist bei der WKO, also wenn man googelt WKO mit Aufbewahrungsfristen, da gibt es eine eigene Subseite, wo so die gängigsten Aufbewahrungsfristen aus Vertragsrecht, aus Arbeitsverhältnissen und so weiter definiert sind, wo man sich einmal sozusagen eine Anregung holen kann, was könnte für einen selbst passen. Ja, Elke Höfler fragt dann noch, wenn ich ein Web 2.0 Tool einsetzen möchte und einen Account für die Klasse oder Gruppe oder die Teilnehmerinnen anlege, darf ich das? Grundsätzlich schon, wenn ich sozusagen jetzt sage, okay, ich möchte, dass sich die Leute dort anmelden, ist es eben sinnvoll, dass ich das Ganze einerseits argumentiere, also okay, es ist einfach notwendig, diese Daten zu verarbeiten, dieses Tool einzusetzen, um einem Lehrauftrag nachzukommen, das Ganze eben unter Vertragsrecht zu bringen. Was natürlich notwendig sein wird, ist, dass ich die Leute bei Anmeldung mit einem Textbaustein eben informiere, und da sind wir wieder in dieser Artikel 13 Thematik drinnen, und sage, okay, diese Daten von euch werden zu diesem Zweck verarbeitet. Gut, dann gibt es da noch eine Frage von Regine zum Thema ein Telefoninterview. Also wenn man die Zustimmung jetzt telefonisch erhebt, wie schaut es da aus? Ja, telefonische Zustimmungen sind ein Problem. Ich habe das Problem auch mit zurzeit verschiedenen Kunden-Callcentern von Kunden von mir, weil gerade die Zustimmung unter Umständen sehr schwer nachzuweisen sein wird, also diese Ausdrücklichkeit, wenn sie nicht schriftlich ist. Da ist es so, entweder ich versuche, das mir das vorher zu holen via E-Mail-Korrespondenz, via schriftliche Korrespondenz. Das Beste, was ich sonst anbieten kann, ist, dass ich mir eine Art Aktenvermerk mache, wo ich sage, okay, hat zugestimmt. Ganz sauber ist diese Lösung natürlich auch nicht. Ich glaube, die Teilnehmerin hat ja auch gesagt, sie ist, glaube ich, aus Deutschland, wenn ich mich jetzt recht erinnere, zumindest habe ich da jetzt kurz was gelesen. Generell, das, was ich vortrage, ist jetzt einmal sehr stark auf Österreich bezogen. Wann Sie Informationen brauchen, es gibt in Deutschland sehr gute Juristen, die sich damit beschäftigen, auch ich lese die regelmäßig. Allen voran kann ich nur empfehlen, ist der Dr. Schwenke. Der Dr. Schwenke ist einer der Datenschutzrechte in Deutschland, der auch medial total präsent ist mit einem Podcast und einem Datenschutzerklärungsgenerator für deutsche Webseiten und so weiter. Also wirklich Dr. Schwenke einfach mal googeln und sich dort die entsprechenden Informationen holen. Ja, wie gesagt, für Deutschland kann ich eben nur bedingt etwas sagen, weil eben dort die Gesetze, also gerade mit dem Bundesdatenschutzgesetz, doch anders sind, weil in Deutschland stellenweise viel, viel mehr sozusagen in nationales Recht dann auch noch zusätzlich geschaffen wurde bzw. umgesetzt wurde. Martina hat gerade auch den Link zu drschwenke.de in den Chat gepostet. Dankeschön, Dankeschön, ja. Ich glaube, es gibt auch noch Datenschutzguru, also datenschutz-guru.de ist auch ein Rechtsanwalt, soweit ich weiß, ist auch nicht schlecht, der hat auch ganz sehr brauchbare Hinweise in Wirklichkeit. Ja, ich habe dann noch ein paar andere Fragen notiert zum Thema Newsletter. Karin Reisinger fragt, ob das ausreicht, wenn man eine Information schreibt, Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich dafür angemeldet haben, oder ob jede Person aktiv noch einmal zustimmen muss. Und ich verstehe das so, dass Sie jetzt
im Zuge der Datenschutzgrundverordnung meint. Ja. Grundsätzlich, wenn ich bis jetzt zum Beispiel ein Double Opt-in gefahren bin, ja, dann kann ich eine Zustimmung wohl sehr gut argumentieren. Das Hauptproblem beim Newsletter, bei CRM-Systemen sind eben das, was wir heute schon beim ersten Frageblock diskutiert haben, dass ich unter Umständen an Leute Newsletter schicke, wo ich einfach nicht mehr weiß, woher ich diese Daten habe. Ich tue es einfach. Ja. Das sind problematische Dinge, denn ich kann jetzt zumindest noch Artikel 7 DSGVO, wenn ich sage, okay, ich brauche eine Einwilligung, bei Newslettern ist das potenziell so, kann ich eben kein Opt-out machen. Ich muss grundsätzlich bei uns aus dem Mediengesetz heraus, muss ich an sich ohnehin in jedem Newsletter eine einen Abmelde-Button sozusagen zur Verfügung stellen, also jetzt abmelden, aber das reicht leider nicht. Ja, es wäre wahrscheinlich praktisch angenehmer, wenn ein Opt-out reichen würde, tut es aber nicht. Das bedeutet auch beim Newsletter muss ich im Prinzip ganz streng genommen den Leuten sagen, bitte jetzt anmelden, aktiv, zum Beispiel indem man sich nochmal neu registriert auf der Webseite, oder sonst werden die Daten einfach wirklich gelöscht. Aber sozusagen darauf zu warten, dass jemand nichts tut und zu sagen, naja, es ist eh Opt-out, das ist einfach nicht datenschutzrecht konform. Wie schaut das jetzt aus? Elisabeth Poms hat gefragt, wenn man sich Kontaktdaten aus dem Internet sucht und die beschickt, kann man das dann auch so lösen, dass man die einfach mal beschickt und sie befragt, ob sie weiterhin dabei bleiben möchten? Naja, das Problem ist also, jetzt einfach Leute aus dem Internet, die ich im Internet finde, sozusagen in einen Newsletter einfügen, ist ein Problem, weil ein Newsletter eher eine Werbefunktion hat und diese Zurverfügungstellung von Daten, also insbesondere von einer E-Mail-Adresse, teilweise gesetzlich vorgesehen ist im Rahmen von Impressumspflichten, teilweise aber auch das Thema hat, dass ich halt einfach eine Kontaktaufnahmemöglichkeit schaffen möchte. Das heißt, diese Personen jetzt auch im Sinne eines vorvertraglichen Verhältnisses mit ihnen Kontakt aufzunehmen, sehe ich kein Problem. Also das vorvertragliche Verhältnis wird auch durch das vertragliche Verarbeitung im Sinne der DSGVO abgedeckt. Das findet man in Artikel 6 DSGVO. Aber jetzt sozusagen einfach die sammeln und dann in eine Liste zusammenfahren und dann sozusagen die beschicken, das ist in Wirklichkeit eines genau der Dinge, die meines Erachtens die Datenschutzgrundverordnung auch vor Augen hat, die einfach nicht mehr passieren soll. Wäre auch das Problem, also gerade wenn es geschäftlich ist, dass es unter Umständen nach dem Telekommunikationsgesetz letztlich eine Kaltakquise ist, die ja auch aus Gründen des Telekommunikationsgesetzes eigentlich verboten ist. Dürfte ich diese Personen individuell kontaktieren, wenn es kein Massenmailing ist? Ja, da sehe ich weniger Probleme. Gut. Dann haben wir zum Thema Newsletter, ist gerade noch eine Frage gekommen von Leon. Newsletter ist die Info zu einer Bildungsveranstaltung, Werbung oder Information? Da kann ich mit juristischer Sicherheit antworten, es kommt drauf an. streng genommen, es wird so gehandhabt. Ja. Wenn ich jetzt Personen habe, mit denen ich dauernd in Kontakt stehe, also sozusagen im Prinzip Bestandskunden, wenn man so möchte, also aufrechte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, und ich schicke denen einen Newsletter mit, wir haben auch noch andere Bildungsangebote, das wären die neuen Bildungsangebote, dann sehe ich das vom Vertragsverhältnis umfasst, weil es so ein sogenannter angelehnter Zweck ist. Wenn das jetzt aber sozusagen vollkommen unabhängig davon ist, dann habe ich ein Thema meines Erachtens, aber dann sind wir sehr stark in dieser Newsletter-Werbe-Thematik drinnen. Ja, danke schön. Ein paar Fragen hätte ich noch offen. Was, das sollte zum ausgehen? Zum Thema Datenverarbeitung. Von Regine auch die Frage, wir sammeln über unsere Webseite absichtlich keinerlei Daten. Muss das jetzt irgendwo erwähnt werden? Nein, an sich nicht. Die Frage ist das, wie weit dieses wir sammeln absichtlich keine Daten wirklich geht. Das kann nämlich durchaus sein, wenn zum Beispiel jetzt die Website mit Google Analytics aufgebaut ist, also um die Website-Performance zu tracken, dann werden drei Cookies gesetzt und die werden an sich, also tracken User-Daten mit. Das bedeutet, ich muss mir nicht nur Gedanken machen, habe ich eine Newsletter-Anmeldung, habe ich ein Kontaktformular, sondern ich muss mir auch Gedanken machen, habe ich einen Facebook-Like-Button, habe ich generell einen Facebook-Button, einen Facebook-Pixel, Google+, Twitter und so weiter, Instagram, beziehungsweise sind auf meiner Website Cookies unter Anführungszeichen verbaut. Wie kann ich das überprüfen? Ich gebe die jeweilige URL, also die jeweilige E-Mail-Website-Adresse einfach in den Chrome-Browser ein und dann erscheint neben der Adresse entweder ein eingekreistes Rufzeichen oder so ein Versperrzeichen, ein grünes Schlosszeichen. Wenn ich dann dort draufklicke, dann kann ich mir anschauen, wie viele Cookies das gesetzt werden. Das bedeutet, es ist oft eine Sache, auch wenn ich nicht absichtlich möchte, kann es durchaus sein, dass es einfach die Webseite so gebaut ist.
So, zum Thema Rechte der Betroffenen habe ich noch eine Frage von David Rödler aufgeschrieben. Dass grundsätzlich die Aufzeichnungen der menschlichen Stimme, sind es grundsätzlich persönliche Daten oder personenbezogene, sind es sensible Daten? Wie schaut es damit überhaupt aus? Da tue ich mir etwas schwer, weil personenbezogene Daten sind nur jene Daten, die eine Person eindeutig identifizieren. Wobei ich jetzt das, ich persönlich muss sagen, ich bin ein unglaublich schlechter Stimmenerkenner. Das heißt, ich erkenne die meisten Leute überhaupt nicht am Telefon und muss deswegen auch leider hin und wieder nachfragen. Also für mich persönlich wären es ja keine personenbezogenen Daten. Wenn das Ganze jetzt Bild und Ton verschränkt ist, dann natürlich schon. Aber jetzt rein die Stimme, das müsste schon sehr außergewöhnlich sein sozusagen. Also würde ich eher nicht sagen. Gut, und dann haben wir noch einen Fall, den Klaus Schmidt geschildert hat. Ein Teilnehmer möchte eine Auskunft über seine Daten und die Daten sind jetzt in verschiedenen Systemen gespeichert, in der Buchhaltungssoftware, in der Software für Teilnehmerverwaltung, im Outlook. Müssen die Daten aus den verschiedenen Programmen jetzt zu einem Dokument zusammengefasst werden oder in welcher Form kann das Antwortschreiben verfasst werden? Grundsätzlich ist es sinnvoll, meines Erachtens, das Antwortschreiben, je nachdem, wenn auch wie die Anfrage eingeht, sozusagen elektronisch oder analog zu machen. Aber grundsätzlich würde ich ein allgemeines Antwortschreiben einmal machen, also so eine Art Anschreiben. Danke, das sind, Sie haben sozusagen um eine Beauskunftung gewünscht. Wir innerhalb der 4 Wochen sozusagen, also fristgerecht, teilen wir Ihnen mit wie folgt. Dann auf der einen Seite eben, in welchem Verfahren gewissermaßen der drinnen ist. Also wenn ich zum Beispiel sage, okay, der ist jetzt Teilnehmer und ich habe eine Teilnehmerverwaltung, dann fahre ich ihm sozusagen das aus meiner Excel-Tabelle, die ich zum Beispiel als Verfahrensverzeichnis angelegt habe, fahre ich ihm das raus und schicke ihm das einmal. Ja. Und dann sagt eben Artikel 15, ich glaube der Absatz 3, wenn ich jetzt nicht recht täusche, Kopien der verwendeten Daten oder der konkret verarbeiteten Daten. Und das wären dann grundsätzlich schon jene Dinge, die in den einzelnen Software drinnen sind. Das kann zum Beispiel sein ein Screenshot von einem Stammdatenblatt, das kann auch sein eine einzelne Zeile aus einer Excel-Liste, das kommt jetzt sehr stark auf die Verarbeitung drauf an. Wichtig ist, ich darf durch diese Beauskunftung die Rechte Dritter nicht beeinträchtigen. Das ist zum Beispiel auch spannend bei E-Mails, wenn ich ja theoretisch die E-Mail-Korrespondenz unter Umständen beauskunften müsste, wenn ich sie noch habe, nur da unter Umständen ja immer der Mitarbeiter, also ein Sachbearbeiter drinnen ist, den ich sozusagen zuerst irgendwie verpixeln oder schwärzen müsste. Da zum Beispiel halte ich es immer so, dass ich sage, naja, wenn das jetzt die Korrespondenz sehr umfassend ist und da diese Schwärzungstätigkeiten problematisch wäre, weil sie aufwendig ist, dann sage ich mir im ersten Schritt, okay, wir haben das über Sie, da wird eben von Ihnen verspeichert, die Korrespondenz, gut, die ist vielleicht nicht personenbezogen, Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und fragt dann nochmal nach und sage eben, okay, es sind auch Rechte Dritter betroffen und quasi wir würden das schon herausgeben, aber nur wenn Sie das wirklich wollen. Also so kann ich das etwas abfedern. Grundsätzlich würde ich, wenn eine Beauskunftung hereinkommt, damit generell schauen, dass ich mit dem oder der Person Kontakt aufnehme und damit abkläre, wie steht er zu mir, also welche Rolle hat er zu meiner Einrichtung? Ist es jetzt ein ehemaliger Mitarbeiter, ein aktiver Mitarbeiter, ein Lehrender, ein Teilnehmer, weil ich da unter Umständen dann schon sagen kann, okay, ich muss jetzt in diesen und jenen Datenbanken einfach nicht nachschauen. So, ich sehe, dass es schon 3:58 ist. Wir hätten noch 3 Fragen, die ich jetzt noch gespeichert habe. Wenn das in Ordnung ist, würde ich die noch gern stellen, weil ich finde vor allem eine Frage sehr spannend dann als Abschlussfrage. Vorher jetzt noch, Wilfried Frey hat da eben auch reingeschrieben, er hat von der Unterscheidung in Identifikationsdaten, personenbezogene und sensible Daten gehört. Ist das gängig im juristischen Bereich? Ist das hilfreich, wenn man das so aufteilt? Ich würde es eher jetzt unter der neuen Nomenklatur sozusagen, unter einer neuen Begriffsbezeichnung, unter einem neuen Wording eben aufteilen. Wir haben an sich einmal personenbezogene Daten und wir haben personenbezogene Daten besonderer Kategorie, also kategorisierte Daten, das sind sozusagen die heiklen Daten. Also einerseits in personenbezogene Daten und andererseits dann eben diese neuen kategorisierten Daten, was bis jetzt im Prinzip die sensiblen Daten sind. Man kann das Ganze dann noch erweitern um anonymisierte Daten, also Daten, die nicht personenbezogen sind, die einfach nicht der Datenschutzgrundverordnung, dem Datenschutzrecht unterfallen. Und theoretisch so etwas unter den personenbezogenen Daten, würde ich fast sagen, die pseudonymisierten Daten, die sozusagen jetzt, wo ich eigentlich primär keinen Personenbezug habe, aber diesen Personenbezug eben noch herstellen kann. Für uns wichtig ist einmal die Unterteilung, einerseits sind es personenbezogene Daten, ja oder nein, und wenn es personenbezogene Daten sind, sind solche besondere Kategorie.
Identifikationsdaten fallen für mich letztlich unter personenbezogene Daten, weil es jene Daten sind, die eine Person identifizieren oder identifizierbar machen. Dann noch kurz die Nachfrage dazu, was fällt typischerweise nicht unter personenbezogen? Typischerweise nicht unter personenbezogene Daten. Es ist oft schwierig zu sagen, weil es sehr stark auf den Einzelfall drauf ankommt. Wenn man einfach wirklich schauen muss, okay, kann ich dadurch noch eine Person identifizieren oder nicht? Das Spannende ist durchaus das, dass auch sogar Namen theoretisch nicht personenbezogen sein können. Wenn zum Beispiel jemand Meier heißt, ja, und ich sonst keine Daten von dem habe, Meier gibt es sehr viele. Also, oder ein gängiger Vorname, also unter Umständen kann ich es wirklich nicht sagen. Das muss man leider, also da eine gängige Antwort zu geben, ist sehr schwierig. Was aber in der Regel nicht personenbezogen ist, sind irgendwelche statistischen Daten. Also wo ich wirklich nicht sagen kann, okay, wer ist die Person, die dahinter steht. Okay, danke schön. Ich habe dann noch eine Frage notiert von Martin Hirt, die noch einmal auf die Unterschriftenliste Bezug nimmt. Er fragt dann noch einmal nach, ich gebe eben die Unterschriftenliste durch, lasse alle unterschreiben und ist es dann wirklich okay, wenn jeder die Daten des anderen sozusagen sieht im Kurs? Ja, grundsätzlich, ich meine, natürlich könnte man hier ein Thema der Datensicherheit daraus machen, sehe ich aber nicht für sinnvoll. Die Frage, die ich sozusagen ein bisschen zurückgeben darf, ist einfach jene, wenn es eine bloße Teilnehmerliste ist, wo es darum geht, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erfassen, warum brauche ich dann Adresse und Kontaktdaten drauf? Würde eigentlich Name und Unterschrift reichen. Von mir aus Name und Matrikelnummer, also ein Deskriptor, falls eine Person doppelt vorkommt. Beim ersten Mal sozusagen, also wenn es darum geht, auch die Daten zu korrigieren oder gegebenenfalls zu korrigieren, eben zu sagen, okay, vielleicht haben wir nicht die richtige Adresse, gut, da kann ich es mir vorstellen, ist auch sinnvoll, aber grundsätzlich ist das wieder eine Sache der Datenminimierung. Wenn es eine reine Anwesenheitsliste ist, reichen meines Erachtens Name und Möglichkeit der Unterschrift. Okay, gut, vielen Dank. Ja, ich habe gemerkt, ich habe noch gar nicht auf unsere Umfrage Bezug genommen am Anfang. Also wir sehen da, dass von sehr gut bis sehr schlecht vorbereitet alles dabei ist. Ich hoffe, dass es jetzt vielleicht ein bisschen mehr in Richtung gut vorbereitet geht, dass wir da beitragen konnten mit dem Webinar. Ich möchte nur eine Schlussfrage stellen, genau, weil ich die, also die habe ich mir übergelassen bis zum Schluss, weil ich die so gut fand. Und zwar von Leon. Bis jetzt habe ich immer gehört, abwarten. Wir sollten einmal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Stimmen Sie dem zu? Nur bedingt. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, der Paragraph 11 DSG 2018 führt meistens auch bis zu einer massiven Entstressung. Anders kann ich es gar nicht sagen, um mal zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht dann bis 25.05.2018 alles passen, wenn noch etwas zu tun ist, ist letztlich ein Prozess. Es ist schwierig. Jetzt nur abzuwarten, ist sozusagen auch etwas zu spielen. Denn das Problem ist immer das, dass die Behörde auch angekündigt hat, dass sie dann auch prüfen wird. Das bedeutet, die Behörde kann durchaus dann einmal kommen, da muss man halt dann unter Anführungszeichen das Pech haben, dass man derjenige ist, der geprüft wird, das ist im Prinzip wie bei den Finanzbehörden. Aber die Behörde hat auch meines Wissens nach angekündigt, dass sie dann irgendwie so stichprobenartig auch einmal Verfahrensverzeichnisse verlangen wird und dann sollte ich doch in einer entsprechenden Zeit was vorliegen können. Ich glaube jetzt, dass gerade Strafen und die Behörde aber nicht so das Problem ist. Das Spannende könnte eher sein, Personen, die jetzt eine Beauskunftung haben möchten, die jetzt eine Löschung haben möchten. Denn, und so ehrlich muss man sein, ein gewisses Missbrauchspotenzial besteht natürlich. Also wenn ich jetzt weiß, okay, ich will den jetzt ärgern, diese Einrichtung, dann mache ich meine datenschutzrechtliche Anfrage, mache ich eine Beauskunftung und weiß, die sind beschäftigt. Egal, ob mich die Daten interessieren oder nicht. Und die Sache ist das, dass ja die Datenschutzgrundverordnung zurzeit extrem hochkocht in der Öffentlichkeit, wechselweise mit, es ist wirklich schlimm oder es ist nicht ganz so schlimm, das ist je nachdem. Da gibt es europaweit auch verschiedene Stimmen, da gibt es auch Juristen und so weiter, Praktiker, jeder sagt irgendwie etwas anderes. Und hier sozusagen dann eine generelle Lösung oder generelle Meinung abzuleiten, wie unter Anführungszeichen schlimm ist es wirklich, ist einfach extrem schwierig. Tatsache ist das, dass spätestens ab 25.05., ich sage immer bis in August, wo dann die Leute auf Urlaub sind, das Thema einfach sehr medial auch präsent sein wird und dementsprechend auch theoretisch natürlich die Betroffenen oder Betroffene kommen und dann Betroffenenrechte wahrnehmen, was uns zumindest Arbeit schaffen wird. Also ich glaube eher, dass von der Konsequenz oder von der Seite kommen wird, muss man sich aber dann im Endeffekt wirklich anschauen. Ja, vielen Dank, Herr Lanzinger, für diese ausführlichen Informationen. Also ich glaube, wir haben wirklich viele Themen jetzt behandelt
Und ich hoffe, dass wir jetzt alle gut gerüstet sind für den 25.05. Meinen Notizen zufolge dürften die Fragen eigentlich beantwortet sein. Falls trotzdem noch irgendwas offen geblieben ist, sind ja Ihre Kontaktdaten noch eingeblendet. Und ich glaube, ich darf auch darauf verweisen. Sehr gerne. Gut, ich möchte dann noch auf zwei Dinge hinweisen, und zwar auch auf iMOOCs gibt es gerade einen MOOC zum Thema Datenschutzgrundverordnung. Da poste ich jetzt auch gleich noch den Link, da kann man sich auch noch informieren zu dem Thema. Und wir haben auch noch eine Feedback-Umfrage vorbereitet, die poste ich jetzt auch gleich. Und wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie sich daran beteiligen und uns einfach sagen, wie es Ihnen gefallen hat. Und ich glaube, Wilfried Frey wollte noch einmal kurz dazukommen und wollte auch noch eine kurze Ankündigung zum Thema MOOC uns mitteilen. Ja, danke Karin, damit habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet, dass ich noch das Wort bekomme. Schon morgen gibt es das nächste Webinar von Conedu im Rahmen des EBMOOC, unseres großen Online-Kurses für digitale Werkzeuge für Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner. Der MOOC mit inzwischen über 2400 Teilnehmenden biegt langsam in die Zielgerade ein. Wir haben morgen das vorletzte begleitende Webinar zu Themen wie Blended Learning, E-Learning, Lernmanagement-Systeme, Learning-Apps und offene Bildungsressourcen. Ich würde mich freuen, wenn manche, die jetzt da sind, vielleicht auch morgen Lust haben, mit dabei zu sein. Ich poste noch schnell den Link hinein, wo Sie morgen das Webinar finden. Morgen ab 16 Uhr sind wir online zu finden. Ab 16.30 Uhr geht es los. Unter anderem auch mit David Röttler, der auch hier mit im Raum mit dabei ist, habe ich gesehen, und mit Birgit Aschemann. Danke. Ja, danke Wilfried. Ich sage auch noch einmal Danke an Michael Lanzinger, auch an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fürs Dabeisein, fürs Fragen stellen, mitdiskutieren. Bitte, wie gesagt, die Feedback-Umfrage noch auszufüllen, wenn Sie möchten. Der Webtalk wird in Kürze auf erwachsenenbildung.at auch zum Nachschauen zur Verfügung stehen. Wir werden auch die Folien dazugeben. Genau, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank und noch einen schönen Tag an alle. Danke auch von meiner Seite, danke für die Einladung und für die Möglichkeit, dass ich hier sprechen und diskutieren konnte. Thank you.